Was passierte eigentlich mit Luna Lovegood nach der Harry Potter Saga? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um keine geringere als Luna Looney Lovegood. Genauer gesagt werden wir darüber sprechen, was mit Luna nach den Ereignissen der Heiligtümer des Todes passiert ist. Wenn die Geschichte von Harry Potter endet, werden wir zum Epilog auf Bahnsteig 9¾ gebracht, wo Harry seinen Sohn nach Hogwarts schickt. An seiner Seite sehen wir Ginny, Hermine, Ron und Malfoy, aber es gab noch mehr Figuren in der Geschichte, von denen viele zu Lieblingen der Fans gehören. Deshalb denke ich, wir haben es verdient zu erfahren, was mit einigen dieser anderen Figuren passiert ist. Heute geht es speziell um Luna Lovegood und was aus der verrückten Ravenclaw-Schülerin geworden ist. Aber zuerst wollen wir Lunas Charakter vom Anfang der Geschichte noch einmal auffrischen. Das Mädchen strahlte eine Aura von ausgeprägter Punktiertheit aus. Vielleicht lag es daran, dass sie ihren Zauberstab zur Sicherheit hinter ihr linkes Ohr geklemmt hatte. Oder daran, dass sie eine Halskette aus Butterbierkappen trug. Oder daran, dass sie eine Zeitschrift verkehrt rumlas. Luna Looney Lovegood wurde im Jahr 1981 als Tochter von Vater Xenophilius und Mutter Pandora Lovegood geboren. Sie wurde ein Jahr nach Harry Potter im Jahr 1992 in Hogwarts eingeschult und in das Haus Ravenclaw einsortiert. Luna war magisch ziemlich begabt, was wahrscheinlich auf ihre wissbegierige Natur zurückzuführen ist. Außerdem war sie enorm intelligent und sehr wissbegierig, was zum Teil daran lag, dass sie so aufgeschlossen war. Obwohl ihr Auftreten in sozialen Situationen etwas seltsam war, wusste Luna viel mehr über die magische Welt, als ihr zuzutrauen war. Und deshalb war sie eine mächtige junge Hexe. Sie wurde hauptsächlich von ihrem Vater Xenophilius aufgezogen, da ihre Mutter tragischerweise starb, als sie gerade 9 Jahre alt war und mit Zaubern experimentierte. In der Serie wird Luna zu einer der engsten Begleiterinnen des Trios und erweist sich als wertvolle Hilfe in Dumbledores Armee, wo sie schnell lernt, wie man einen Patronus heraufbeschwört. Luna war eine der ersten Unterstützerinnen von Harry. Sie glaubte ihm alles, was er über Voldemorts Rückkehr sagte, bevor es viele andere taten. Sie kämpfte auch tapfer im Kampf gegen Voldemort und die Todesser und nahm an zahlreichen Kämpfen und Protesten teil. Ein Teil dessen, was die Menschen an Luna liebten, war, dass sie einfach sie selbst war. Sie war so sehr sie selbst und sie erlaubte sich nie, sich zu verändern. Obwohl sie anfangs wegen dieser Haltung ein wenig geächtet war, haben sie viele schließlich lieben gelernt. Es stellte sich heraus, dass Luna später im Leben eine ziemlich berühmte Magiozoologin wurde. Für diejenigen, die mit diesem Beruf nicht vertraut sind, ein Magiozoologe ist ein Zauberer oder eine Hexe, die magische Kreaturen studiert. Dieser Beruf sollte nicht überraschen, da Luna während der Harry Potter Geschichte eine Vorliebe für magische Kreaturen gezeigt hat. Sie hat zum Beispiel Harry im Orden des Phönix richtig in die Testrale eingeführt. Der vielleicht bekannteste Magiozoologe ist Newt Scamander, der das Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind geschrieben hat. Interessanterweise hat Luna später Rolf Scamander, den Enkel von Newt, geheiratet. Es wurde berichtet, dass Luna bei ihrer Hochzeit die typische exzentrische Luna-Mode trug. Ein Regenbogenkleid mit einer Tiara mit Einhornhörnern. Später, irgendwann zwischen 2008 und 2014, bekam das Paar 2 Söhne, Lawson und Lysander. Auch als Erwachsene blieb Luna eng mit Harry, Ron und Hermine befreundet. Luna hat Harry sogar so beeindruckt, dass er seine Tochter Lily Luna nannte, nach seiner Mutter und natürlich nach Luna. Eine echte Ehre. Rowling zufolge hat sich Luna nie wirklich verändert. Ihr ist ihre schrullige, liebenswerte Art geblieben und ich glaube, das haben wir uns alle erhofft. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.